gerne wissen, ob sich die Fische küssen, denn unterm Wasser sieht man's nicht und überm Wasser tun sie's nicht. Es werden doch die Schlimmen im Wasser nicht nur schwimmen, sie treiben doch nicht immerfort nur reinen Wassersport. Die Forellen, die Schnellen, die tun ja nur so fein, und auch bei den Sardellen soll alles möglich sein. Drum glaube ich, es müssen sich auch die Fische küssen, es müssten dann im Wasser rein nur lauter Karpfen sein.